So, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grundels Gründe. Um was geht's heute? Um das Thema Anerkennung. Der Oscar steht dafür wie fast kein anderes Symbol. Das Wesen der Anerkennung ist heute mein Thema. Also, es geht um Anerkennung. Anerkennung heißt die Bestätigung, die wir von außen bekommen. Und was wird nicht alles getan? Schönheitsoperation ist ihm bekannt. Statussymbole. Wir strengen uns unheimlich an, damit andere denken, dass es uns gut ist. Und was wir hier sehen in Hollywood, ist wirklich faszinierend. Dort ist es gelungen, eine Marke so attraktiv zu machen, dass andere diese Marke toll finden. Und das ist die Bedeutung des Oscar. Der Oscar an sich hat keine Bedeutung, sondern weil wir uns dafür interessieren. Und warum? Weil Hollywood so erfolgreich ist. Aber bitte passen Sie auf, dieses Image, das dort geliefert wird, ist immer auch eine Scheinwelt. Wir wissen es. Ja? Aber vielleicht ist es mal an der Zeit, über unsere eigene Scheinwelt nachzudenken. Ich habe kürzlich einen Kommentar gelesen, da hat jemand gesagt, im nächsten Leben wünsche ich mir das Leben, das ich auf Facebook darstelle. Ich fände es viel schöner, wenn wir wirklich das Leben leben würden, das wir leben könnten und dass wir das stimmig leben. Also Image ist okay, Attraktion, aber aufpassen, was in uns abgeht. Okay? Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Wenn wir den Bezugsrahmen der Anerkennung mal anschauen, so gibt's den von außen nach innen. Das heißt, jemand sagt, du siehst aber toll aus, es war schön in deinem Urlaub, hast ein schönes neues Auto oder diese Idee war klasse. Also alles, wo uns andere bestätigen. Und das ist doch wichtig, oder nicht? Und dann haben wir das, was aus uns selber rausspringt, wo wir etwas in uns erkennen und der Welt mitteilen. Der Unterschied ist die äußere Bezugsrahmen, innere Bezugsrahmen, also von außen nach innen oder von innen nach außen. Schauen wir uns das mal hier in einer kleinen Grafik an. Ich weiß, Zeichnen ist nicht meine Stärke, aber ich helfe Ihnen. Hier ist also ein Männchen gezeichnet, das ist klar. Hier haben wir die Anerkennung, die von außen nach innen geht. Und wichtig ist, dass wir die wissen. Und die ist vollkommen in Ordnung. Nicht sagen, ich brauche das nicht. Das stimmt nicht. Wir sind soziale Wesen und brauchen es. Nur wenn wir denken, wir bräuchten es nicht, wandert es in den Untergrund und wir werden von Manipulationen von außen abhängig. Also wach wahrnehmen. Wo geht es denn von außen nach innen? Das ist alles in gut. Und das andere ist, was ist wirklich in uns drin? Das entwickeln und das nach draußen bringen, dass es in der Welt sichtbar wird. Jetzt sagen manche, es sollte nur von innen kommen. Ich weiß nicht. Wir sind soziale Wesen, vernetzen uns, wir brauchen das von außen. Hier kommt mein Vorschlag. In Summe 50 von innen. 50 von außen, 50 von innen. Aber jetzt kommt's. Die wirklich entscheidenden Dinge, wäre schön, wenn die von innen kommen. Weil dann haben wir tiefe Erfüllung. Also, werden sich dessen vielleicht ein bisschen bewusster. Das wäre meine Einladung für die nächste Woche. Das Wesen der Anerkennung ein bisschen zu erforschen, ein bisschen nachzudenken. Bei sich und bei anderen. Und vorsichtig. Wenn andere eitel erscheinen, weil sie diese Bestätigung gerne hätten, sie bitte nicht verurteilen. Das ist völlig normal. Wir machen diesen Kanal, um besser zu verstehen, um Dinge zu durchdringen. Warum? Dass wir sie besser führen können. Und dahinter steht, dass wir der oder die Beste werden, der wir sein können. Das wäre mein Vorschlag für die nächste Woche. Viel Spaß, viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich freue mich auch, wenn Sie das Video teilen, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn Sie Kommentare schreiben, freue ich mich umso mehr, wenn Sie die Ergebnisse Ihres Ausprobierens reinschreiben. Das wäre toll. Danke.